Ja, herzlich willkommen bei coinbucks.de. Ein frohes neues Jahr an alle, die ich noch nicht gesprochen habe. Ja, das neue Jahr beginnt direkt mit einer Auslosung zu unserem Facebook-Contest, den wir noch im letzten Monat hatten. Da gab es ja wieder 10 x 25 € zu gewinnen. Die habe ich jetzt gerade auch schon aufgebucht an die jeweiligen Gewinner und lese die jetzt nur noch eben kurz vor. Und zwar gehen die 10 x 25 € in Bitcoin an Altmeister 1704, Magerquark, X-Tobi, Crazy, Chancen, Priester, Jesse 98, Ronny 252 und X-Velius und Jokey. Also die Namen, ich schreibe es ja gleich nochmal in die News mit rein. Die haben da jeweils gewonnen, falls ich da vielleicht einen falsch ausgesprochen habe. Und es gibt auch direkt einen neuen Contest, das werden wir jetzt jeden Monat machen, dass es immer einen Monatscontest gibt. Da gibt es auch wieder 10 x 25 € in Bitcoin und 3 Ledger Nano S gibt es da zu gewinnen. Den Post gibt es diesmal nur auf der Facebook-Fanseite, dass man da einfach nicht durcheinander bekommt. Ist auch gerade schon veröffentlicht worden. Und ja, einfach teilen und kommentieren, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Bitte darauf achten, habt ihr bei Facebook einen anderen Namen als im System bei coinbucks. Bitte euren Usernamen mit dabei schreiben, sonst finden wir euch nicht bei der Auslosung. Und dann geht der Preis an jemand anderen. Ja, soweit so gut. Wie gesagt, es geht jetzt alles los, das neue Jahr. Wir sind jetzt im neuen Büro, fangen auch hier gerade schon an zu arbeiten. Es gehen heute auch wieder die ersten Auszahlungen los. Also ab heute beginnt es dann wieder, dass die Auszahlungen regelmäßig laufen. Achtet bitte immer bei den Gebühren darauf, wie die momentan sind, dass ihr dann zur Not, sag ich mal, wenn ihr eine geringere Summe auszahlt, dann auch einen Anbieter nehmt mit weniger Gebühren, damit da auch mehr bei euch dann zum Schluss ankommt. Weil die Auszahlungsgebühren, die ziehen wir dann immer während der Auszahlung ab. Ja, das erstmal dazu. Wir hören uns jetzt bestimmt auch wieder öfter. Genau, eins noch kurz, Slack haben wir jetzt doch erstmal rausgenommen. Also das wird nicht weiter. Also wer da schon Einladungen geschickt hat und wartet, das hatte einen Grund, warum wir die alle noch nicht angenommen haben, weil wir da noch mit Slack in Kommunikation waren. Letztendlich wird das Ganze aber auf Dauer gesehen einfach zu teuer für uns, so wie Slack sich das vorstellt. Also da würden wir praktisch, entweder müssten wir für jedes Mitglied mindestens 7 € im Monat zahlen, oder wir würden pro bezahlten Mitglied 50 Gäste bekommen, die sich dann immer nur in einem Channel aufhalten können und so weiter. Auf jeden Fall eine ziemlich komplizierte Sache, die man so auch gar nicht richtig kontrollieren kann. Und ja, weil einfach langfristig sind es zu viele Kosten, kann man sich vorstellen, bei 12.000 Usern, wenn wir da jetzt für jeden 7 € im Monat zahlen dafür, dass er da ab und zu mal chattet, hat das dann leider keinen Sinn. Und ja, wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen, eine Alternative. Wir hatten ja vorher auch immer Discord, da ging es ja auch im Endeffekt und dann kostenlos, aber da werden wir nicht hin zurück, falls da jetzt einer direkt sich die Frage stellt. Wir überlegen uns da was und melden uns dann dazu. Ansonsten bis dahin für wichtige Dinge einfach die E-Mail-Adressen aus dem FAQ nutzen und wir arbeiten jetzt alle Schritt für Schritt ab. Ja, nochmal einen guten Rutsch, einen guten Start ins neue Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mit so einer großen Zahl diesmal starten. Also wenn es genauso erfolgreich wird, das wird es sowieso eigentlich erfolgreich, aber wenn es genauso erfolgreich wird wie letztes Jahr, dann ja, sind wir auf jeden Fall bei 1 Million am Ende des Jahres an Auszahlungen, die wir dann geschafft haben. Bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche noch. Tschüss!